14.30 Uhr, RTL, unter uns. Ellie sieht in Pacos Fürsorge den Beweis dafür, wie viel sie ihm noch immer bedeutet. Beflügelt vom Renners High, lässt sich Paco tatsächlich auf Sex mit Ellie ein. Der Fädelslauf kann stattfinden, doch als Shell freikommt, gibt er eine Anzeige auf, ausgerechnet bei Jakob. Dass von allen Läufern gerade Easy beim Fädelslauf als Erster durchs Ziel geht, überrascht den Sieger am meisten. Allerdings findet Till eine einfache Erklärung dafür. 18 Uhr, RTL 2, Köln 50.667. Chico will es Holly unbedingt heimzahlen. Mit Dikos Hilfe organisiert er ein Casting der besonderen Art, große Brüste stehen hier im Vordergrund. Doch schon in der ersten Runde setzt es einen Dämpfer. Es scheint wohl nicht so leicht zu sein, Holly zu ersetzen. Währenddessen erfährt Holly von Chicos Aktion. Und ist überhaupt nicht begeistert. 19 Uhr, RTL 2, Berlin, Tag und Nacht. Zusammen mit Kretze und Schmitty macht sich Sabrina auf nach Duisburg und versucht ihr Glück bei Dick Schräger. Ihre Mission ist klar, er soll endlich Sabrinas Musik rausrücken. Vor Ort nimmt der Rapper das Trio nicht ernst, im Gegenteil. Sabrina macht eher ein unmoralisches Angebot und demütigt sie damit vor ihren Freunden. Doch die Musikerin will nicht aufgeben. Eine spätere Begegnung mit Fans macht sie kämpferischer als je zuvor. 19.05 Uhr, RTL, alles was zählt. Richard befürchtet, dass Ben Ekaterina nach seiner Not-Op aufgeben muss. Doch Ben denkt nicht im Traum daran. Pauline schwebt derweil nach ihrem ersten Mal mit Damian im siebten Himmel. Ihre Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft wird jedoch schnell zerstört. Unterdessen will Marianne Lena von der Brauerei der überzeugen. Er muss jedoch einsehen, dass er ohnehin schon viel am Hals hat. Aber wie soll er das Ingo beibringen? 19.40 Uhr, RTL, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gerner vermutet Probleme zwischen Chris und Sonny, traut sich aber nicht, sie offen anzusprechen. Katrin hat da weniger Berührungsängste, und Sonny ist wider Willen von Gerners Sorge gerührt. Laura will Katrin bei Jasmin diskreditieren. Doch Katrin und Anni bekommen Wind von Lauras Vorhaben.